Willkommen zurück zu einer weiteren Folge von SFS Tutorial. Heute werden wir zu Phobos und Deimos reisen. Wir werden eine Rakete bauen, die dann auf beiden Monden landet und natürlich wieder zurückkommt. Wie immer haben wir hier dieses schöne kleine Baufeld ohne Teilexpansion. Und wir fangen einfach an zu bauen. Ein Link dazu ist natürlich wie immer in der Videobeschreibung, damit ihr das Ganze hier nicht nachbauen müsst. Und im Grunde bauen wir hier die erste Stufe. Wir haben Fallschirm, Kapsel, Hitzeschild wie immer, dann ein Separator, 20 Tonnen Treibstoff, ein Velayen-Triebwerk, Landebeine und RCS-Düsen, dann einen weiteren Separator, 10 Tonnen Treibstoff, 20 Tonnen Treibstoff, Velayen-Triebwerk, Separator und dann 3x 20 Tonnen Treibstoff und ein Falkentriebwerk. Wir markieren die drei, packen hier rüber und hier und dann zwei aerodynamische Spitzen an beide Seiten und damit haben wir die Rakete, also ist wirklich alles. Es ist eine ziemlich kleine Rakete, aber auf dem Mond zu landen ist auch ziemlich einfach. Dann die Stufen, Separator-Triebwerk, Landebeine und Separator-Fallschirm. So, der Bau ging ganz schnell, noch nicht mal 2 Minuten. Das ist die Rakete und damit fliegen wir jetzt los. So, damit erhöhen wir jetzt den Schub und starten die Triebwerke. Und im Grunde, ja, machen wir es wie in den letzten 5-6 Videos. Wir folgen einfach oben links der Winkelanzeige, bis uns entweder der Treibstoff aufgeht oder bis unsere Apoapsis bei 32 km ist. Da verringern wir dann den Schub. Wir drehen uns noch ein bisschen nach rechts, dass wir hoch, ein bisschen zu weit, sodass wir etwa horizontal sind, ungefähr so. Und dann beschleunigen wir die Zeit, bis wir außerhalb der Atmosphäre sind. Oder vielleicht auch ein bisschen weiter. Dann starten wir die Triebwerke erneut. Wir fokussieren. Drehen ein bisschen nach rechts, weil die Apoapsis sich von uns wegbewegt. Und wir haben auch gleich keinen Treibstoff mehr. Das heißt, dann starten wir die nächste Stufe. Da haben wir sie. Haben jetzt halt deutlich weniger Schub. Aber wir haben schon genügend Geschwindigkeit. Das heißt, wir erreichen jetzt gleich den Orbit. Und da haben wir 1670 Meter pro Sekunde und dann speichern wir einfach mal ab. Dann zoomen wir raus, setzen Kurs auf den Mars und beschleunigen die Zeit, bis die Erde eben auf dem Transferfenster ist. Genau so. Es war tatsächlich ein bisschen zu weit, aber egal, es wird keine Probleme machen. Der Mond steht auch nicht im Weg, also alles gut. Wir beschleunigen die Zeit, sodass wir eben kurz vor dem Transferfenster sind. Dann drehen wir uns in die richtige Richtung. Hier fliegen wir nach oben links, heißt wir müssen auch nach oben links zeigen. Und dann gehen wir noch ein Stückchen weiter.
Genau so erhöhen wir den Schub und beschleunigen die Zeit. Und jetzt können wir rauszoomen und dann warten, bis die Bahn erscheint. So, da ist die Bahn. Dann haben wir die Begegnung. Wir sind schon ein bisschen zu weit. Aber nicht so schlimm. Aber mit RCS-Düsen das Ganze korrigieren. 17 Kilometer. 43. Ich werde das gleich noch ein bisschen niedriger machen, aber erstmal wieder abspeichern. Dann Zeitbeschleunigung bis zum Einflussbereich vom Mars. So, wo sind wir? Einmal rauszoomen. So, 22 Kilometer. Das ist mir ein bisschen zu niedrig. Oh. Ich hätte gern, ja, so 25 Kilometer ist ganz gut. Dann beschleunigen wir die Zeit nochmal, bis wir innerhalb vom Phobos-Orbit sind. Sehr schön. Brauchen wir die RCS-Düsen nicht mehr. Jetzt drehen wir uns gegen Fallrichtung. Und warten dann noch ein bisschen. Es gibt übrigens auch eine Mission, die quasi Mars 3 heißt. Da besucht man Mars, Phobos und Deimos mit einer einzelnen Rakete. Falls ihr es sehen wollt, dann mache ich dafür vielleicht auch eine Abstimmung. Ja, braucht man jetzt eigentlich nicht als Tutorial, aber dann mehr als so Challenge oder so. Jedenfalls starten wir hier die Triebwerke oder das einzelne Triebwerk, was wir haben, um uns eben auf eine niedrige Bahn zu bringen. So, ich gehe mal noch ein bisschen weiter, damit wir näher an der Periapsis sind. Dann drehen wir noch ein bisschen. Dann machen wir das Ganze weiter. Und damit sollte das genügen. Wir speichern nochmal ab, um sicher zu gehen. Und dann setzen wir einen Kurs auf Phobos. Das wird nämlich unser Buch. Das war ein bisschen zu schnell. Das wird nämlich unser erstes Ziel sein. Ganz kurz warten. Wir brauchen nämlich extrem wenig Delta V. Daher warte ich einfach, bis wir da drauf sind. Dann beschleunigen wir die Zeit wieder. 20, 10. Und da haben wir die Begegnung. Sehr schön, direkt durch die Mitte. Und dann gehen wir mal bis hierhin. So, wir kommen von oben rechts und fliegen eben nach unten links. Das heißt, wir drehen uns in die andere Richtung. Wir haben auch extrem wenig Treibstoff hier drin. Heißt, wir werden auch gleich die nächste Stufe starten. Ich denke mal, die Beine können wir einfach jetzt schon mal ausfahren. Ich meine, nicht unbedingt nötig, aber kann man mal machen. So, dann gehen wir noch ein bisschen weiter. Wir warten, bis es hier erscheint. Sehr schön. Dann müssen wir jetzt die Geschwindigkeit loswerden. Das bisschen Treibstoff benutze ich dann jetzt auch nochmal. Ich meine, das reicht fast, um uns komplett zu verlangsamen. Ja, okay, jetzt haben wir keinen Treibstoff mehr. Also nächste Stufe. Da haben wir Phobos. Und ich warte hier extra ein bisschen länger. Denn Phobos und Deimos haben eine so geringe Gravitation, dass wir da extrem schnell eigentlich abbremsen können.
So, und jetzt erhöhen wir den Schub ganz kurz über der Oberfläche. Und im Grunde könnte man das auch alleine mit RCS-Düsen machen. Die brauchen wir jetzt hier tatsächlich, weil wir ziemlich schief sind. Dann verlangsamen wir noch ein bisschen drehen, sodass wir sicher auf der Oberfläche sind. Komm schon. Sehr schön, dann speichern wir einmal ab. Jetzt ist hier natürlich ein Treibstofftank übrig geblieben auf der Oberfläche. Und ein Triebwerk. Aber es wird wieder kaputt gehen. Als allererstes erhöhen wir den Schub. So. Und jetzt warten wir eine Weile. Ich denke mal, hier können wir die RCS-Düsen ausmachen. Wir wollen hier hin zu unserer Apoapsis bzw. unserer Periapsis, je nachdem, welcher Punkt denn als nächstes kommt. Wir können die Navigation beenden. Und jetzt machen wir hier einen zweiten Orbit. Ich würde euch empfehlen, einen Orbit zu machen, der höher ist als die Umlaufbahn von Phobos. Sonst könnte er nämlich in den Weg kommen. Da haben wir auch gerade eine hohe Umlaufbahn erreicht, das hatten wir bisher nicht. Und jetzt setzen wir Kurs auf Deimos. Da haben wir es. Drehen wir schnell nach rechts. Und wir erhöhen den Schub wieder. Komm schon, 0,5, 0,4, 0,3, so. Noch ein bisschen weiter. Okay, das ist aber genug. Machen wir dasselbe Spiel. Wir beschleunigen. Hoppla. Wir beschleunigen hier bis zur Apoapsis. Oder kurz davor. Hier ist wieder dasselbe Spiel. Wir kommen von oben, minimal von oben rechts. Also drehen wir uns dementsprechend. Etwa so. Dann gehen wir mal bis hierhin. So, sehen wir die Rakete schon noch nicht. Aber da kommt sie. Da sind wir unter 1000 Metern. Da fliegen wir ziemlich schnell auf Deimos, auf Phobos zu. Aber wir sind, haben einen ziemlich hohen Schub. Trotzdem wäre es unschön, auf Deimos zu krachen. So, jetzt aber RCS-Düsen. Kommt schon, bisschen nach rechts. Ja, wir könnten eigentlich alleine mit den RCS-Düsen landen. Bräuchten gar keine Triebwerke. So, schön verlangsamen. Gravitation ist einfach so gering. So, da sind wir auf Deimos gelandet. Haben wir auch nochmal Deimos. Und dann speichern wir nochmal ab. Neue Datei. Dann heben wir mal so ab. Erhöhen den Schub. Dann können wir jetzt auch die Landebeine wieder einfahren. Denn wir verlassen jetzt Phobos. Und wir müssen wieder warten. Tschüss, Phobos. Auf Wiedersehen. Wir müssen bis 1 Kilometer Höhe warten, damit wir da irgendwas Gescheites mit anfangen können. Und jetzt können wir auch die Navigation zu Deimos beenden. Oh, hoppla. Eigentlich brauchen wir keine RCS-Düsen mehr. Aber so gesehen, wir haben auch so viel Treibstoff. So, wir erhöhen wieder unseren Orbit oder verringern ihn. Je nachdem. Damit zoomen wir raus und setzen Erde als Ziel. Und dann beschleunigen wir wieder die Zeit. Da haben wir es. Ich habe es ein bisschen spät abgebremst, aber es sollte nicht allzu schlimm sein.
bisschen weiter. Ist echt langsam. Okay. Zeitbeschleunigung funktioniert irgendwie nicht. Keine Ahnung. Wir gehen auf jeden Fall sehr dicht dran. Und ich glaube, ich habe noch nicht abgespeichert. Jedenfalls nicht hier im Orbit. Daher einfach nochmal speichern. Ich meine, ich glaube, ich brauche es nicht, aber man kann nie sicher genug sein. So, wir erhöhen den Schub und warten darauf, dass wir eine Begegnung mit der Erde bekommen. Und dann verringern wir den Schub. Und wir machen es wieder mit den RCS-Düsen ein bisschen genauer. Und nochmal abspeichern. So, dann Zeit beschleunigen zur Erde. Oh. Nein, 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 nein. Ihr seht deutlich, ich war noch viel weiter über der Atmosphäre. Ihr müsst aufpassen. Da sind wir fast in die Luft gegangen. Zum Glück waren wir vorher schon bei 15 Kilometern, also eigentlich ganz, ganz gut. Das war gefährlich. Kann ich so viel zu sagen. Wir sind ein bisschen schräg. So, damit sollten wir es jetzt aber geschafft haben. Wir sind beinahe gestorben. Da lässt auch die Hitze nach. Ich habe jetzt nicht geguckt, was für eine Temperatur wir erreicht haben. Vielleicht 4000 oder so, weiß ich nicht. Jedenfalls sind wir ganz schön durchgekocht, ja. Und da sind wir schon im ziemlich dichten Teil der Atmosphäre. Wir öffnen den Fallschirm bei 1500 Metern etwa. Bei 1000 Metern können wir den Hitzeschild abmachen. Und damit warten wir noch ein bisschen. 400 Meter, 300, 200, 200. Dann haben wir hier 100, 50, 40. Oh wow, der Hitzeschild hat es überlebt. Okay. Haben wir Kuchen gebildet. Wir können es tatsächlich einsammeln, aber ich würde gerne, kann ich den Hitzeschild anklicken? Da war was gerade. Den können wir auch einsammeln. 3658 Grad Celsius haben wir erreicht, okay. Also, Einflussbereich von Phobos erreicht, auf Phobos gelandet, Einflussbereich von Phobos verlassen, hohe Umlaufbahn um den Mars erreicht, das hatten wir noch nicht, dann Einflussbereich von Deimos erreicht, auf der Oberfläche gelandet und den Einflussbereich verlassen. Ja, dann die Temperatur eben, 3658 Grad Celsius und dann sicher gelandet. Damit gehen wir zurück zum Weltraumzentrum. Und da haben wir die beiden Achievements für Phobos und Deimos. Also Leute, das war's mit der Folge. Als nächstes dann wahrscheinlich zum Merkur gehen oder wie eben schon erwähnt Mars 3, wo wir Mars, Phobos und Deimos mit einer Rakete besuchen. Und ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ihr mehr wollt, dann lasst ein Like da und ein Abo, um nichts mehr zu verpassen. Wir sehen uns dann im nächsten Video wieder. Tschüss.